Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich sitze hier unweit des Brecht-Weigel-Hauses und halte die Mundorgel in der Hand. Und Song 125 werde ich jetzt mal einfach so vortragen. Das ist der Ort und die Zeit, wo man das mal machen kann und sollte. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischs Flossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt einen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An der Themse, grünem Wasser, fallen plötzlich Leute um. Es ist weder Pest noch Cholera, doch es heißt, Mackies geht um. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmuelmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Wo ist Alfons, gleich der Fuhrherr? Kommt das je ans Sonnenlicht? Wer es immer wissen könnte, Mackie Messer weiß es nicht. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis. In der Menge Mackie Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Bertolt Brecht und Helene Weigel gingen hier einst zum Kneipen, ja, was soll das sein, ins kalte Wasser mit ihren Füßen, wie ich manchmal heute zum Eisbaden mit dem ganzen Körper. Das Schöne hier am Kneipen, wenn man hier so durchs Wasser geht, ist die damit verbundene Fußreflexzonenmassage. Ja. Was soll das sein? Nun gut, die Fußsohle wird so leicht massiert durch die Steinchen und den Sand hier im Wasser. Das Wasser ist sehr kühl. Das ist eine wunderschöne Umgebung hier in Buko im Märkisch-Oderland. Und das Häuschen von Brecht und Weigel ist nicht weit weg und kann man hier besichtigen. Also, und ich genieße die Erholung auf den Spuren von Brecht und Weigel.